Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Maya-Kalender am 30. Juli 2019. In diesem ganz präzisen Kalendersystem gibt es 20 Wellen. Wellen bedeuten Frequenzen oder Schwingungen. Eine Welle dauert 13 Tage lang. Die Zahl 20 und die Zahl 13 ist die heilige Zahl der Mayas. Wir befinden uns im 18. Welle und es dauert bis 1. August 2019 und wird von Ik regiert. Ik bedeutet göttlichen Atem und das ist die Zeit, Gedanken machen über etwas. Das ist die Welle des Geistes und die Welle der Kommunikation. Wir verbinden uns mit dem göttlichen Atem, mit dem Energie des göttlichen Windes. In dieser Zeit ist wichtig, miteinander reden, eine Art Austausch. Überzeugen anderen von unserem Gedanken, Ideen oder zuhören, was andere meinen, lernen auch mal Danke sagen. Das ist die Macht, die Gedanken. In dieser Zeit bekommen wir auch wichtige Botschaft. Wir können etwas lernen, Dokumenten ordnen oder etwas untersuchen. Der heutige Tag ist der 11. Tag dieser Welle, so wurde das gezeichnet, Zahl 11. Zahl 11 ist die Meisterzahl und das heißt, jetzt lernen wir unserem Leben meistern oder eine bestimmte Situation bewältigen, komplizierte Sachen vereinfachen. Die Zahl 11 bedeutet auch Wandel. Die heutige Energie ist Ebb. Ebb bedeutet übersetzt Weg oder Straße, bedeutet aber auch Mensch. Und das heißt, heute sollen wir Gedanken machen über unseren Lebensweg, auch unsere Seele, was befreit uns, welche Neuigkeiten sollen kommen, bedeutet auch Öffnung, es öffnet sich neue Türen, neue Chancen, neue Möglichkeiten und wir lernen uns von etwas befreien, frei zu sein für etwas Neues. Krafttier ist der Tiger. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.